Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Mein liebstes Lieblingsspiel momentan. Büsche entfernen, Anbauwand, Vorbereitung auf das Eintreffen, bla bla. Kitschhaus, bitte räumen Sie das Haus auf. Okay. Oh, dunkel. Es wird Nacht. Ja, es ist wirklich Nacht. Und wir sehen's. Ja, der reinste Schweinestall geht nicht. Was? Toll, ich kann kein Licht machen. Nee, nix davon. Genau. Das ist mal wieder richtig schön eklig. Da krabbelt noch einer. Da war sie weg. Boah, das ist einfach nur ekelig. Trotzdem gefällt mir das Spiel. Was haben wir hier drinne? Müll. Geht hier Licht? Okay, Badezimmer. Brauchen wir nur putzen? Okay, was haben wir hier? Oh, Keller. Geht auch nicht. Sicherungskasten. Ja, da sehen wir es doch schon, das Problem. Zumachen. Lichtgate. Ach du Scheiße. Selbst hier unten. Ach Gott, wer fühlt sich bei sowas nur wohl? Da krabbelt noch eine. Da war sie weg. So, montiere die Geräte. Okay. Mach mal. Kabel 1. Kabel 2. Kabel 3. Rein mit dir. So, tüdeldü drauf. Fertig. Und einmal putzen. Na, wenn ihr das gehört habt, es tut mir leid, das war gerade mein Handy, was vibriert hat. Ja. Da werde ich jetzt aber nicht drauf reagieren. 99%! Wo ist der letzte Prozent? Wo?
Fertig! Licht aus! Licht an. Ach du Scheiße! Wir machen einfach mal ganz kurz im Bad weiter. Montiere die Geräte. Welches? Hä? Ach so! Ja gut, eine Dusche. Der kriegt auch das teuerste rein hier. Scheiß drauf. Mit dem machen wir alles schwarz. So, so, so. Die Dinger und das Ding. Fertig. Licht aus. Tür auf. Licht an. Wie Schmob. Bah. Ekelzimmer. Okay, ich bin noch nicht ganz fertig mit Reinigen. Irgendwo ist noch Dreck. Ach hier, die Fensterbretter. Fenster reinigen. Ja, die haben's nötig. Und das hier noch. So, Zimmer ist fertig. Licht aus. Da waren wir, da waren wir. Jetzt gehen wir erstmal schnell hier hinten rein. Und das ist genau so ein Schweinestall. Boah, wie kann man nur so leben oder wohnen? Irgendwo ist noch Dreck. Wo? Da. Fenster putzen. Das ist im Spiel irgendwie das Einfachste. Nummer 1. Und Nummer 2. So, das Zimmer ist fertig. Ja, jetzt geht's hier rein. Oben ist kein Dreck. Aber hier überall. So ganz kurz mit dem Wischer hier noch über die Arbeitsplatte gehen. So, sauber ist es. Fenster kurz reinigen. Drei Fenster haben wir hier zu reinigen, okay. Und lass mich. So, montiere die Geräte. Was ist schon Gerät? Hä? Was ist denn für ein Gerät, bitteschön? Ach, ich seh's. So. Der hat eine kaputte Steckdose. Als erstes das hintere bitte. Genau.
So. Fertig. Stellen wir noch die Küche schnell wieder an den Platz, wo sie hingehört. So. Und 4.900 verdient. Das ist doch mal Bombe. Wisst ihr, was wir da jetzt machen? Ne? Wir haben so viel Geld. Wir gucken mal. Was ist das? Das sieht nicht schlecht aus. 48. Oh, wir müssen noch einen Auftrag erledigen. Wohnbunker. Auftrag zum Aufräumen einer Garage. Okay. Machen wir das noch schnell. Beziehungsweise wir fangen damit an. Ob wir es in der Folge noch fertig kriegen, das wissen wir nicht. Das ist sehr, sehr laut. Und ich habe jetzt schon keine Lust, wenn ich das sehe. Alter. Warum? Was ist falsch mit euch Leuten? Ey, dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Das sind ja selbst Essensdosen hier. Boah, Konserven. Nö, keine Lust mehr. Was ist falsch bei den Leuten? Was ist falsch bei denen? Was ist nur falsch bei den Leuten? Warum? Boah, hätte ich eine Garage und ein Haus. Ich würde das nie so verkommen lassen, ey. Weil. Das Auto noch mit putzen? Nee, das ist richtig ekelhaft, ey. Naja, nee. Komm, hier kriegst du gleich noch eine Autowäsche dazu. Das Zimmer scheint fertig zu sein. Den Mist dort kannst du alleine aufräumen, Alter. Ich weiß, ich könnte jetzt beenden. Ich brauche aber das Geld für ein neues Haus. Hier. Jedes Mal, wenn es speichert, leckt das. Warum? Ich muss noch die Fenster draußen putzen. Seht ihr, ganz vergessen. Das hätte ich jetzt ganz vergessen. Bah, das ist ja alles schon Schimmel. Und irgendwo ist noch ein Dreckfleck. Wo? Ich gehe jetzt hier alles nochmal lang. Okay. Den Rest machst du alleine, das Aufräumen. Das mache ich schnell.
So, dieses Zimmer ist fertig. Hier müssen wir auch noch Fenster saugen. So, auf... Oh, 5000 gab's dafür. Ey, das nehme ich dankend an. Das war's aber jetzt auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und schaltet zur nächsten Folge ein. Dann kaufen wir uns ein neues Haus. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.